Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes, diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Herzlich willkommen beim heutigen Insider und herzlich willkommen die Insider in meiner heutigen Sendung. Ursula Stenzel, Politbloggerin und ehemalige Journalistin. Danke für Sie. Schönen Abend. Grüß Gott. Und Tobias Schweiger von der KPÖ. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen einmal mehr über die SPÖ. Andreas Babler hat ja jetzt in einem neuesten Interview aufhorchen lassen mit seinen Koalitionsbedingungen. Und das sind natürlich die Themen, die man von ihm immer wieder hört. Und wir fragen uns, wie sehr brauchen wir die linken Themen, die Babler anspricht. Ich glaube, da habe ich da ganz gut entgegengesetzte Meinungen dazu. Vielleicht ganz grundsätzlich, wie wichtig ist vor allem das, seine Hauptforderung, nämlich Reiche zu besteuern. Es gibt ja auf der anderen Seite nämlich immer wieder die Kritik, Österreich ist ohnehin ein Hochsteuerland und es gibt genug Einnahmen, aber offensichtlich wird damit nicht genug gut gewirtschaftet. Wie sehen Sie das, Herr Schweiger? Also, wenn wir über die heutige Situation reden, glaube ich, dann sind Vermögenssteuern eine völlig ausweglose Forderung. Und es ist komplett klar, dass das umgesetzt werden muss. Erstens, die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung steht hinter dieser Forderung. Die genaue Zahl habe ich gerade nicht parat, aber es sind an die 60% mindestens, die sich für Vermögenssteuern aussprechen. Aber das ist auch vollkommen logisch in einer Situation, wo eine Familie mehr besitzt als die untere Hälfte der österreichischen Bevölkerung. Aber man muss das, glaube ich, in einem größeren Kontext betrachten. Also im letzten Jahr machen die 17 größten Konzerne Österreichs eine Dividendenausschüttung von 6 Milliarden Euro, während die Armutszahlen in Österreich in die Höhe geschossen sind. Also beides wächst. Die Armut wächst und die Konzentration des Reichtums in ganz wenigen Händen wächst immer mehr. Also was wäre logischer, als eine Reichensteuer einzuführen, die an die Grundsubstanz geht, nämlich an das Vermögen derer, die deutlich zu viel haben, während sich immer mehr arbeitende Familien überhaupt nicht ihre Miete leisten können, ihre Stromkosten nicht leisten können, über Lebensmittel nachdenken müssen, wie sie das denn bezahlen sollen. Hm. Und ich glaube, dass das eine sehr zentrale Forderung ist, die aber natürlich in einem Zusammenhang gehört mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen. Da reden wir über Mietenstopps, also keine weiteren Mieterhöhungen, Mietendeckel. Da reden wir tatsächlich darüber, wie sieht die Energieversorgung der Zukunft aus und kann auch sozial gerecht aussehen. Und wie gehen wir mit den massiven Preissteigerungen im Lebensmittelhandel um und wie können wir da mit Mehrwertsteuersenkungen einerseits und Preiskontrollen andererseits eingreifen? Aber in einem gesamten Bündel von Maßnahmen gegen die aktuelle Teuerung und die massive Ungleichheit in diesem Land sind Vermögenssteuern natürlich auch ein wichtiger Bestandteil so einer Programmatik. Mhm. Frau Stenzel, wie sehen Sie das? Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, wird Herr Babler so behandelt, als ob er an der Regierung wäre. Ich möchte nur bescheiden daran erinnern, er ist immer noch in der Opposition. Und was er hier sagt, ist erstens erwartbar gewesen und zweitens aus der Rolle der Opposition heraus. Und die Frage ist, ob er solche Forderungen stellt, weil er in der Opposition vielleicht bleiben will oder weil er irgendeinen Koalitionspartner sucht, der auf diese Forderungen einzugehen gedenkt. Und da sehe ich eher eine schmale Passage, sollte er zu Regierungsverantwortung kommen. In der Opposition kann man viel verlangen. Bei Vermögenssteuern ist es so plausibel, dass in Ihren Augen, Herr Schweiger, klingen mag, ist es meistens so, dass das Kapital sehr schnell abwandert in solchen Fällen und wenig nützt. Ich glaube, wir sollten natürlich eine reelle Inflationsbekämpfung schon machen. Und da kann sogar ich mir vorstellen, dass man unter Umständen Mietpreisdeckel einführt. Und aber nicht in dieser Vehemenz, wie er das fordert, denn dann wird er, wie gesagt, kaum einen Partner finden, der da mitmacht. Also sollte er noch daran denken, dass also er mit Rot-Schwarz kokettiert sozusagen, dann wird die ÖVP hier Schwierigkeiten haben, auf solche Maximalforderungen einzugehen. Sollte er mit Grün-Neos kokettieren, wird er mit den Neos Schwierigkeiten haben, solche Forderungen durchzubringen. Also ich sehe darin eher eine Sackgasse in diesen Forderungen, die ihn auf geraume Zeit in die Opposition verbannen wird. Mhm. Da
Da wissen wir natürlich noch nicht, wie das Wahlergebnis dann ausgehen wird. Wir wissen noch nicht einmal, ob es Neuwahlen geben wird oder nicht, aber wahrscheinlich nicht. Herr Schweig, also Sie haben gesagt, er hat mit dem Thema auch den Zahn der Zeit sozusagen getroffen, wenn 60% der Österreicher sowas sich wünschen. Aber wie stellen Sie sich das jetzt überhaupt vor? Weil es kommt ja immer das Gegenargument, dass jemand, der zum Beispiel ein Haus erbt oder ein Grundstück, ja nicht automatisch reich ist. Ganz im Gegenteil, manchmal muss er sehr viel Geld aufwenden, um dieses Grundstück überhaupt erhalten zu können. Gut, also die fortwährende Angst, also das ist ja nun wirklich nicht neu. Also der Vorschlag von Andreas Babler ist auch nicht neu. Also für Vermögenssteuern treten viele politische Kräfte in Österreich schon sehr lange Zeit ein, unter anderem wir. Und es wäre ja auch überhaupt nicht schwierig zu unterscheiden zwischen einem Vermögen in dem Sinne, dass man ein Haus geerbt hat, in dem man auch gedenkt, wohnen zu bleiben, da Grenzen einzuziehen. Und diese Grenzen kann man entweder mit Gütern bemessen und sagen, ein Haus, das man erbt, in dem man selber wohnen will, fällt nicht unter diese Steuer. Man kann das mit Geldwerten bemessen und sagen, da macht man eine Grenze, die unteren 500.000, die untere Million. Das ist in den aktuellen Situationen in Österreich tatsächlich sogar relativ egal, wo man die zieht. Das bleibt davon befreit, weil das tatsächlich Interessante in Österreich, wo es um Vermögenssteuern geht, und da bin ich mit Ihnen wirklich uneins, sind die exorbitant gewachsenen Vermögen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Also diese Geschichte, dass das Kapital abwandert, wenn man es nur härter besteuert, wird uns ja seit Jahren und Jahrzehnten erzählt. Das ist älter, die Geschichte, als ich passiert alt bin. Nur, es und, passiert nur. Nein, es passiert nur eben nicht. Das ist ja eben genau das, was man beobachten kann. Also auch in Ländern, die bei Weitem als liberaler gelten als wir, sind die vermögensbezogenen Steuern deutlich höher als in Österreich. Und es gibt überhaupt keine Grundlage dafür, das zu behaupten, dass man mit sinnvollen Vermögenssteuern Menschen aus diesem Land vertreiben würde. Ganz umgekehrt, man würde endlich beginnen, diese Schere zu schließen, die sich seit fast 50 Jahren mittlerweile ausdehnt, nämlich zwischen den Einkommen, die Menschen zur Verfügung haben, die tagtäglich den Wohlstand erarbeiten, den wir haben, und denen, die davon profitieren, dass der Großteil der Menschen arbeiten geht. Diese Schere muss geschlossen werden, und das sind vermögensbezogene Steuern einer der wesentlichen Punkte, um das zu machen. Das ist ich glaube, aber wie gesagt, soll eine gewisse Grenze ganz wesentlich. Also ich glaube, wenn es um Vermögenssteuern geht, dann geht es nie darum, jemanden etwas wegzunehmen, was er für seinen täglichen Bedarf braucht. Mhm. Also die Position der KPÖ in dieser Sache ist relativ eindeutig, was wir alle brauchen, das muss uns auch allen gehören. Da geht es um die Produktionsmittel des täglichen Lebens, das heißt, da geht es um die großen Wohnkonzerne, da geht es um die großen Fragen der Energieversorgung und so weiter und so fort. Dass jemand ein Haus besitzt oder, um es immer so quasi auf den Punkt zu bringen, als Kommunisten interessiert uns überhaupt nicht, ob eine Person ein, zwei oder drei Zahnbürsten zu Hause hat, ob sie ein Auto haben will oder ein Haus besitzt. Das sind nicht die Vermögen, über die wir sprechen, wenn wir sagen, an die müssen wir ran. Es geht um die Vermögen, die aus dem gesamten Wohlstand, der erarbeitet wird, herausgezogen werden und in den Händen von ganz wenigen Leuten konzentriert werden. Frau Stenzel, glauben Sie das, was der Herr Schweiger da sagt, dass das dann so kommen würde? Also für mich klingt das schon sehr nach auch alten Kommunismus und planwirtschaftlichen Gedanken. Eingreifen, eingreifen, eingreifen. Das hat bekanntermaßen in dem realen existierenden Kommunismus, den wir ja bis faktisch 89, 91 erlebt haben, eigentlich nichts gebracht, außer der Nomenklatura, die sich also auf Kosten der Allgemeinheit schwer bereichert hat. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo oft mühsam Erspartes, ja, vom Mittelstand Erspartes, aufgesogen wird wie der Schnee in der Märzsonne, von einer ständig immer noch überdurchschnittlich hohen Inflation auf der einen Seite und die Zinsen jetzt zwar etwas hinaufgehen, aber dadurch natürlich auch die Rückzahlung der Zinsen wesentlich teurer wird. Das trifft die Masse der Bevölkerung. Und der ist mit Vermögenssteuer von einigen wenigen Reichen wirklich nicht gedient, sondern hier wird mit solchen Konzepten zu einer eher Verarmung des Mittelstandes beigetragen, der also für unseren Staat erhält, der für unsere Sozialabgaben sorgt. Das müssen wir absolut. Ja. Und ich sehe also in diesen Rezepten, die auch der Herr Babler hier forciert,
offenbar, ja, wenn er sich mit den Kommunisten sozusagen hier matchen will, weil er Angst hat, dass er nach zur kommunistischen Partei hin ausrinnt, wie das in Salzburg-Stadt ja passiert ist, dann ist das ein Grund, den ich irgendwo nachvollziehen kann, aber von wirtschaftspolitischer Vernunft weit entfernt. Da muss ich dann jetzt auch noch mal die Frage stellen, wenn bei der Nationalratswahl die SPÖ wirklich einen großen Prozentsatz erreicht, die KPÖ bräuchte zur Formung einer Koalition mit den Grünen vielleicht, weil mit den Neos, glaube ich, wird man sich da nicht so viel gut einigen, gerade in dieser Frage. Wären Sie dann bereit, in seine Regierungsverantwortung zu gehen? Also ich glaube, man soll, also diese politische Taktiererei und diese Spekulation halte ich tatsächlich für wenig sinnvoll, weil wir momentan ausgehen von einer politischen Lage, in der viele Menschen zu uns kommen, weil sie nicht ein- und auswissen. Und auf der Basis machen wir Politik. Ich glaube, was die Frau Stenzel gesagt hat, hat einen sehr wahren Kern. Die Kommunistische Partei ist tatsächlich der einzige Garant dafür, dass das, was sich jetzt viele Menschen von Andreas Bable erhoffen, auch eine Perspektive hat, dass es in die Verwirklichung kommt. Weil wenn sich Andreas Bable darauf festlegt, dass er mit den Grünen und den Neos koalieren will, dann würde ich sagen, ist alles, was wir jetzt als zentrale Forderungen gehört haben, schon längst abgeräumt, weil das wird es mit diesen Parteien nicht geben. Eine kommunistische Partei wäre also der einzige Garant dafür, dass die Sozialdemokratie auch von links unter dem Druck steht und auch andere Parteien wie die Grünen von links unter dem Druck stehen, solche Forderungen überhaupt zu akzeptieren. Das, glaube ich, kann auch unsere Rolle sein. Und ich glaube, da wird es eher darum gehen, dass wir ganz klar auf den Standpunkt stehen und sagen, natürlich braucht es vermögensbezogene Steuern. Was die Frau Stenzel sagt, ist an dieser Stelle leider wiederum unrichtig. Es ist eben kein Verarmungsprogramm des Mittelstandes. Auch das sehen wir historisch, dass das nicht so ist. Das sehen wir in anderen Ländern, dass das nicht so ist. Sondern dieser Wunsch, dass die Superreichen und der Mittelstand etwas gemeinsam haben, das macht nur aus der Perspektive der Reichen und von deren Wortführern einen Sinn. Für den Mittelstand wäre er nämlich relevant, wie sind die Energiepreise ausgestaltet, unter denen heute der Mittelstand leidet, wie sind die Mietpreise auch von Neubauwohnungen, von größeren Wohnungen ausgestaltet, wenn man eine Familie gründen will, unter denen dieser Mittelstand leidet und so weiter und so fort. Der Mittelstand wird es interessieren, ob die Klimakrise sozial gerecht oder sozial ungerecht bekämpft wird, weil wenn sie sozial ungerecht bekämpft wird, dann werden die den Großteil dieser Rechnung bezahlen müssen. Und deswegen glaube ich, geht es immer um soziale Verteilungsfragen, die ausgehen müssen davon, was bewegt Menschen in diesem Land, womit, mit welchen alltäglichen Problemen kämpfen sie und welche Lösungen haben wir dafür zur Verfügung. Das sind einmal Eingriffe, die übrigens nicht nur im Kommunismus stattgefunden haben, sondern auch die USA haben sich mit Mietenbremsen lange Zeit davor bewahrt, dass die Menschen in Verarmung geraten. Was das Aufhören dieser Politik bewirkt hat, sieht man auf den Straßen vieler Städte in den USA heute. Und ich glaube, diese Angst vor dem Eingriff ist nur immer dann sinnvoll, wenn man selber davor Angst haben muss, dass einem etwas weggenommen wird. Das betrifft bei diesen Eingriffen aber die obersten wenigen Prozent. Und das hängt davon ab, wo Sie die überhaupt die Grenze einziehen, ab wann Sie also diese Steuern und diese Eingriffe wollen. Trotz allem, was immer Sie sagen, läuft auf eines klar hinaus. Sie wollen staatliche Eingriffe und die Erfahrung zeigt leider, dass bei staatlichen Eingriffen sehr oft daneben gegriffen wird und sie nicht den Effekt haben, den sie haben sollten. Die Österreicher und Österreicherinnen, und davon bin ich überzeugt, wollen keine planwirtschaftlichen Elemente haben à la kommunistischer Partei. Und sie haben hier in Wien natürlich eine Schwierigkeit, dass sie viel mehr Menschen ansprechen müssen als, sagen wir, in Salzburg-Stadt oder in Graz, wo sie ein Thema nur forciert haben. Jetzt sind sie sozusagen gezwungen durch Babler, weil der linke Positionen sozusagen einnimmt, hier viel breiter zu streuen. Und das ist ganz gut, weil dann sieht man, wo sie stehen und was sie vorhaben und ob ihnen das besonders nützen wird bei den nächsten Wahlen und vor allem auch mit der Sozialdemokratie nützen wird, wage ich zu bezweifeln. Denn nicht nur der Babler hat was zu reden in der Sozialdemokratie, sondern sehr wohl auch die stärkste Organisation in Wien, nämlich die Wiener SPÖ. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Partei, die an der Macht und an der Regierungsverantwortung, sei es in Stadt oder sei es im Bund, bleiben möchte oder im Bund das anstrebt, hier ihre Positionen sozusagen eins zu eins übernimmt. Das ist ein Wählervertreibungsprogramm, nicht mehr und nicht weniger.
Ich sehe schon, bei dieser Frage wird es natürlich hier keine Einigung geben. Aber ich komme noch zu einem weiteren Punkt, weil wir ja über Andreas Babler und sein Programm sprechen möchten. Und eine weitere Forderung von ihm, die klingt recht ungewöhnlich, die hat man jetzt noch nicht so oft gehört. Er möchte mehr Rot in der ÖGK, in der österreichischen Gebietskrankenkasse. Und er sagt, wenn es da mehr Rote gäbe, weil das war ja jahrelang schwarz-blau geprägt, die haben ja auch diese Zusammenlegung veranlasst, dann würde es besser aussehen im Gesundheitssystem. Wie sehen Sie das? Ich würde mir zuerst wirklich wünschen, dass man diese Verteilungskämpfe aufhört. Also jedes Mal, wenn die politische Debatte losgeht, geht es darum, wer kriegt welchen Posten, wer kriegt welchen Job und unter welchen Bedingungen gewinnt man das Fußballspiel, das als Nationalratswahl verkauft wird. Und ich glaube, die Menschen haben das aber zu Recht satt. Es ist die Zeit vorbei und seit Jahren beschäftigen wir uns nur damit, mit den inneren Konflikten der Parteien und dem Auseinandersetzen dazwischen, wer wen aus welchen Ämtern vertreiben kann. Und die zentralen Fragestellungen geraten aus dem Blick. Ich nehme das überhaupt nicht so wie Sie, Frau Stenzel, dass das ein Wählerinnenvertreibungsprogramm wäre. Die Menschen, die zu uns kommen und auch die Menschen, die uns bei den Wahlen die Stimme geben, setzen sich sehr wohl für soziale Gerechtigkeit ein, für auch eine Auseinandersetzung. Das wage ich gar nicht zu bezweifeln. Und auch eine Auseinandersetzung darum, wie eine gesellschaftliche gerechte Politik gemacht werden kann. Also die Angst vor den staatlichen Eingriffen finde ich immer lustig, vor allem wenn wir hier in einem Sender diskutieren, der einen großen Teil seiner Reichweiten über das Internet macht. Die gäbe es nämlich ohne staatliche Eingriffe gar nicht. So wie alles andere, was den Fortschritt im letzten Jahrhundert ausgemacht hat, ohne staatliche Eingriffe niemals passiert wäre. Aber das Wesentliche ist doch, wir haben eine Verarmung in Österreich, die anwächst. Wir haben Sorgen bis in den höchsten Mittelstand hinein. Wir haben eine auseinandergleitende Klassengesellschaft von immer mehr, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen müssen, und einer Gruppe von Kleinen, die ganz groß darin sind, Rekordgewinne mit unserer Teuerung zu machen. Und während die einen eben zu uns kommen am Ende des Monats und bei einer gratis Suppenküche sich freuen, dass sie ihr Essen bekommen, jubeln die andere über Rekordgewinne bei den Lebensmitteln. Und ich glaube, diese zentrale Auseinandersetzung, an der wird sich die Politik auch in den nächsten Jahren messen lassen müssen. Wer tritt dafür ein, dass die Krise beim Thema Wohnen gelöst wird? Wer tritt dafür ein, dass die Mieten gedeckelt werden, dass sie nicht weiter erhöht werden, dass sie sozial gerecht ausgestaltet werden, dass es mehr öffentlichen Wohnbau gibt? Und wer tritt dagegen ein? Wer tritt dafür ein, dass die Energiepolitik als sozial gerecht und gemeinnützig konzipiert wird? Und wer tritt dafür ein, dass weiterhin Rekordgewinne damit gemacht werden können? Und so weiter. Mhm. Das sind die Kernauseinandersetzungen der nächsten Jahre. Herr Schweiger, das haben wir jetzt schon. Ich wollte jetzt nur noch eine Antwort auf diese Klassenkampf-Slogans, leider. Ich wollte jetzt nur noch auf diese Frage zurückkommen, was Sie von dieser Forderung halten, mehr Rot in der ÖGK. Ja, also ich meine, dass da natürlich ununterbrochen Postenschacher betrieben wird, ist klar. Dass man hier über die Krankenkasse Einfluss gewinnen will, ist für Babler, ist in meinen Augen auch in seiner Sicht nachvollziehbar. Es schaut eben so aus, als ob sich da gar nichts ändern wird, nicht? Es wird weiter Postenschacher geben und es wird hier nicht nur nach dem Wohl des Gemeinen, des Gemeinwohls hier besetzt werden, notwendigerweise. Und ich glaube, also so weit sind wir halt noch nicht, dass er sich alles wünschen kann. Und ich glaube, da haben noch einige andere mitzureden und vor allem die Bevölkerung bei der Wahl. Die hat dann mitzureden und bis dahin werden wir schon ein ganz klares Bild haben, wo Herr Babler wirklich steht, nämlich sehr links, damit er nicht ausrennt Richtung Kommunisten. Und die wollen die Österreicher schon gar nicht. Ja, Babler wird ja auch von manchen Medien bezeichnet als ein marxistischer Kickel, weil er eben sehr linke Positionen vertritt. Ja, eine weitere Forderung, die er da hat, aber mit dieser Forderung mehr Rot in der ÖGK, da kann er ja eigentlich dann nur damit rechnen, dass er dann mit der ÖVP eine Koalition bildet, weil an wen kann er sonst diese Forderung stellen? Er verrammelt sich Koalitionsmöglichkeiten. Ja. Ja, aber das ist sein Problem und nicht meins. Natürlich. Ja. Ein weiterer Punkt war gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also da geht es einmal mal wieder um das Thema, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Sehen Sie das auch so? Also, bemerken Sie das in Österreich, weil es ja heißt, das hat meistens damit zu tun, dass die Frauen Teilzeit arbeiten, aber viele sagen, das hat damit nicht wirklich etwas zu tun. Das ist ein Faktor davon, aber das ist bei weitem nicht der entscheidende. Wenn man all das herausrechnet, in Österreich gibt es immer noch einen großen Unterschied zwischen den Gehältern, die Männer und Frauen für die gleiche Tätigkeit beziehen. Das ist einfach so. Dagegen
muss man was unternehmen. Und ich glaube, das sieht heute, also das wird sich heute niemand sagen trauen, dass es für dieselbe Tätigkeit annähernd auch nur eine Rechtfertigung gebe, dass Frauen weniger verdienen. Und die Realität, es ist eben so. Es ist eben so, dass sie weniger verdienen momentan. Das bedeutet Altersarmut, das bedeutet, wenn Ehe in die Brüche gehen, wenn die Mutter alleinerziehend wird, dass gerade alleinerziehende Mütter in Armut geraten. Und das sind Gruppen, für die natürlich sowohl was die Lohnpolitik als auch was die Sozialpolitik angeht, wichtige Schritte getroffen werden müssen. Und das heißt, natürlich ist es absurd, dass wir heute noch immer in einer Gesellschaft leben, in der für dieselbe Tätigkeit, in der kein Unterschied messbar ist, Frauen weniger verdienen sollen. Oder das ist das, was der Stand der Dinge ist. Und ich glaube aber, auch da muss man sagen, hier werden ja die Sachen aufgerufen, die wirklich seit Jahren auf der Tagesordnung stehen. Und das Wesentliche wird sein, wie setzt man das denn eigentlich um? Und wie gelingt es uns zum Beispiel alleinerziehende Mütter tatsächlich in eine sozial bessere Position zu bringen? Ja. Frau Stenzel, dazu von Ihnen noch ein Kommentar? Ja, also natürlich für gleichen Lohn, gleiche Entlohnung, gleiche Honorierung der Frauen mit den Männern, dagegen kann man gar nicht sein. Das ist logisch. Ich weise nur darauf hin, dass das natürlich auch ein statistisches Problem ist. Deshalb will ich das nicht kleinreden. Aber da viele Frauen in niedrigeren Tätigkeiten immer noch beschäftigt sind als Männer, schlägt sich das in der Lohn- und Einkommensstatistik nieder. Und daher ist dieses Schlagwort, die Frauen kriegen immer weniger als die Männer, nicht wegzukriegen, weil einfach mehr in geringer bezahlten Tätigkeiten sind. So, und wenn Sie jetzt aber sagen, okay, dann muss man diese Tätigkeiten besser entlohnen, ja, dann kann es auch sein, dass viele Unternehmen, die auch schon jetzt unter den Kredit höheren Zinsen sozusagen zu krachen beginnen, dass die dann auch zu krachen beginnen. Also man muss ja immer versuchen, eine Lösung zwischen Sozialpartnern zu finden, die die Wirtschaft nicht abwürgt und den Menschen, die für die Wirtschaft und für sich und für uns alle arbeiten, nicht das Leben schwerer macht. Also ich verstehe Sie an der Stelle wirklich, also da verstehe ich Sie wirklich nicht, weil Sie reden da ein Problem von Frauen in Österreich klein, dass sie wirklich für dieselbe Tätigkeit weniger bekommen. Ich sage nur, es ist auch die Statistik. Also, wir sehen, Sie kommen damit bei vielen Themen nicht zusammen. Ich danke Ihnen trotzdem fürs Mitdiskutieren. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Danke vielmals fürs Kommen. Eine kurze Pause.